Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe so ein bisschen die Aufgabe, heute die Diskussionen anzuwärmen, aufzuwärmen, aufzuladen und ja, was Neues zu sagen. Das wird schwierig, wenn man jetzt schon so lange Widerstand macht und vor lauter so aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern sitzt. Aber erstmal, ich bin schlicht begeistert. Wir haben 2008, ich als Einzelstadtrat und wir mit SOS mal was Ähnliches gemacht. Das war kurz nach dem Bürgerbegehren, als die 70.000 Unterschriften in die Tonne getreten wurden vom Stadtrat. Und da haben wir uns auch vernetzt, hingesetzt, haben einen Demokratieratschlag gegründet und Bürgerinitiativen vernetzt, weil wir gesagt haben, dieses Demokratiethema, an dem müssen wir unbedingt weiterkommen. Heute gibt es was Größeres und es ist wirklich eine ganz andere Liga. Also ich bin da schlicht begeistert und möchte auch nochmal wegen dieser Erfahrung, wo ich weiß, wie viel Arbeit es ist, darum werden wir einfach nochmal an all die Organisatoren, manche haben Schild, aber manche auch nicht. Also es ist ein Riesenteam und eine unglaubliche Arbeit und Mühe gewesen, die hier rein investiert wurde. Einfach dafür. Wo steht Stuttgart 21? Wir haben jetzt einen Punkt Klarheit gewonnen. Wir wissen jetzt, das ist eigentlich nichts Neues, aber wir haben es jetzt eben auch wirklich spürbar, erlebbar und die Bilder dafür. Die Bahn AG, die kann zerstören. Aber kann sie auch mehr? Die Zerstörung wird weitergehen. Als nächstes kommt vielleicht die Bahndirektion dran. Wir wissen es nicht. Ich bin nur sicher, dass diese Bilder, die gerade entstehen von der Zerstörung, egal ob es jetzt das Kulturdenkmal ist oder ob es im Schlossgarten ist oder jetzt dann in Zukunft bei der Bahndirektion, die werden den Menschen und ganz vielen klar machen, was sie oft versucht haben zu verdrängen. Der eigentliche Ärger durch Stuttgart 21, der beginnt nämlich erst. Denn Stuttgart 21, die haben ja noch wirklich nicht angefangen, richtig zu bauen, außer zu zerstören. Und wir wissen das alles, da muss ich jetzt am Anfang nicht wirklich viel dazu sagen, die inneren Widersprüche dieses Projektes, die bleiben genauso abgründig wie vor der Volksabstimmung. Egal, ob es jetzt die Leistungsfähigkeit ist, also wir haben gerade im Aktionsbündnis, sind wir daran, nochmal diesen Softwarefehler, der jetzt in der Simulationssoftware aufgetaucht ist, wirklich in die Medien zu bringen, was nicht ganz so leicht ist, um danach zu haken. Wir haben die Manipulationsvorwürfe beim Stresstest, ist aber eigentlich auch alles wirklich egal, weil wir haben ja bestätigt, dass dieses magere Ergebnis von 49 Zügen, die da rausgekommen sind, und der schlechten Betriebsqualität eigentlich nichts sind gegen das, was unser heutiger Kopfbahnhof schon kann. Also, dieser Widerspruch oder auch der Widerspruch bei Kosten muss man auch nicht mehr viel sagen. Wir wissen es, diese Kostenexplosion ist nicht in den Griff zu kriegen. Neu ist nur, dass jetzt ziemlich öffentlich über das Anheben des Kostendeckels immer wieder mal geredet wird. Ein Tag heißt es mal, oh ja, diese 200 Millionen oben auf den Filtern, um dort was Gescheites zu machen, das sei ja alles Murks. Das kommt dann auch lustigerweise mal von der SPD, die geben es da plötzlich zu. Dafür müsste man dann den Kostendeckel anheben. Ein anderer Tag kommt dann wieder, nee, der Kostendeckel gilt, sicher ist. Und darauf müssen wir uns einstellen, das ist doch klar. Es wird am Ende teurer werden und es wird der Steuerzahler, also wir, zahlen. Ich muss nicht viel sagen zum Grundwassermanagement, diese unglaubliche Geschichte der Manipulation des Grundwassers und damit zusammenhängend auch des Mineralwassers. Das hat die Bahn schlicht nicht im Griff. Vielleicht sollte man was sagen, weil das ist ziemlich aktuell, letzte Woche. Die Bahn AG hat jetzt vergeben. Ganz groß tönt sie jetzt, ist 50% der Aufgabensumme vergeben. Also das ist doch auch nichts Neues. Das hat sie doch eigentlich schon behauptet während der Volksabstimmung, dass sie 50% vergeben hat und 90% der Tunnelbauten. Jetzt haben sie es erst, also ich meine, ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob die Vergabe wirklich ein Problem für uns ist. Wir wissen es, die wirklichen Details, die kommen da noch, die Nachträge, die kommen da noch. Und bei 1.1, also da, wo es jetzt hier wirklich um die Zerstörung mitten in der Stadt geht, da soll dann Züpplin das ganze Chaos und die ganzen Probleme mit dem Grundwasser plötzlich da in den Griff kriegen. Züpplin hat schon mal gesagt, sie können auch K21 bauen. Das sei auch ein richtig gutes Geschäft. Und ich glaube, wir sollten sie darin bestätigen, dass es nicht nur ein gutes Geschäft ist, K21, sondern schlicht die bessere Alternative. Wir haben noch wirklich, und das wird richtig spannend, bei diesem Projekt, und das wissen
wissen wir hier alle, aber wir müssen es auch immer wieder nach draußen tragen, wir haben noch Planfeststellungsabschnitte, die nicht planfestgestellt sind. Jetzt gerade oben auf den Filtern, man muss sich das mal vorstellen, da wird ja jetzt über die Varianten diskutiert und der Kostendeckel soll dafür angehoben werden. Bei jedem Planfeststellungsabschnitt steht die Planrechtfertigung des gesamten Projekts zur Disposition. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit dem, was wir heute wissen, im Vergleich zu 2005, dass Stuttgart 21 irgendwie die Planrechtfertigung bestehen kann. Man muss nur mal daran denken, dass von 2,8 Milliarden, wie das damals gekostet hat, jetzt die Bahn AG selber zugibt, dass es 4,4 Milliarden sind und wir wissen, dass es noch mehr ist. Oder die Leistungsfähigkeit, damals sollte es irgendwie 100-50% mehr sein, die sind jetzt bei 49 und das ist weniger, wie es heute gehen kann. Wie kann man da eine Planrechtfertigung bestehen? Man kann sie nur bestehen, wenn man wieder beginnt, Recht zu beugen und die Planrechtfertigung versucht, aus diesem ganzen Verfahren rauszuhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir weiter als obenbleibende Bewegung Druck machen, um Schaden abzuwenden. Wenn es aber wichtig ist, dass wir Druck machen, dann müssen wir uns schon auch ehrlich fragen, wo stehen wir? Wir selber als Bewegung gerade. Eigentlich ist es so ein bisschen fast ja, gespalten oder schizophren. Oder also die letzten Wochen haben doch gezeigt, egal ob es jetzt die Großdemo war oder die Montagsdemos, jetzt letzte Woche zum Beispiel, tausende Menschen sind weiter bereit, auf die Straße zu gehen gegen Stuttgart 21. Und das ist eigentlich unglaublich nach all dem, was wir erlebt haben. Und auch heute hier, das Interesse und die Beteiligung zeigen ja, dass hier noch lange nicht aus unserer Bewegung die Luft raus ist. Aber auf der anderen Seite spürt man schon immer wieder, so, ne, das Klima wird untereinander, unter uns selber so unangenehmer. Ah, da gibt's. Ich habe doch immer schon gesagt, man sollte das alles anders machen und man hat den Eindruck, da geht es manchen nur noch darum, dass sie jetzt Recht haben mit ihren Sachen und die anderen irgendwie an allem schuld. Ich glaube, wir haben heute die wunderbare Gelegenheit, dass wir dieses auch rauer werdende Klima jetzt passend zum Frühling überwinden müssen, können, weil eins ist doch klar, unser Beteiligungsexperiment und auch das Aufladen unseres Widerstands wieder kann nur funktionieren, wenn wir zwar hart in der Sache miteinander umgehen, aber insgesamt solidarisch, so, dass wir gemeinsam weitermachen am Ende des Tages. Und es wird nicht leicht werden heute, weil es gibt ja so unangenehme Fragen, die man sich schon auch mal, die an uns gestellt werden oder die auch Teile von uns mal wieder sich oder der Bewegung stellen. So unangenehme Frage wie, ja, sind wir jetzt alle schlechte Verlierer, weil wir heute hier noch im Rathaus sind? Oder sind wir vielleicht, wie es der Ministerpräsident angedeutet hat, alle schlechte Demokraten, weil wir die Volksabstimmung nicht akzeptieren? Ja, oder bewegen wir uns heute hier nur im Hamsterrad, das haben wir in der Hand? Oder macht es noch Sinn, was wir tun? Aber vor allem, wo ist die Perspektive? Wo haken wir ein? Wo machen wir weiter? Darum muss es uns heute gehen. Und da finde ich solche Diskussionen, wo es ganz viel um Rechthaberei manchmal geht, wie zum Beispiel, wenn es um den Ort der Montagsdemo geht, finde ich, die sollten wir möglichst kurz halten und wirklich an der gemeinsamen Perspektive arbeiten. Weil wichtig ist doch, dass wir uns bewegen, weiter sichtbar sein. Dann müssen wir grundsätzlich an einer Perspektive haben. Und ich bin mir sicher, wir haben ein unglaubliches Potenzial. Gerade sitzen ganz viele Menschen zu Hause und ab. Keiner, der gegen Stuttgart 21 ist, ist jetzt plötzlich nur durch die Volksabstimmung oder durchs Bäumefällen oder den Südflügel für Stuttgart 21. Er fragt sich nur, ob es weiter Sinn macht und es weiter Gründe gibt, auf die Straßen zu gehen. Und da müssen wir heute hier Antworten finden und helfen. Weil wir können nämlich jetzt auch einfach abwarten, bis irgendwie die nächste Schweinerei der Bahn AG kommt. Die kommt sicher. Aber sollen wir uns nicht lieber heute hinsetzen und daran arbeiten, dass wir die nächste Schweinerei aufdecken? Oder daran arbeiten, dass wir gemeinsam unsere, ja auch schon vorher angeklungen, dramatischen Erlebnisse mit Südflügeln und mit Bäumen verarbeiten? Und dass wir gemeinsam den Menschen erklären, warum es wichtig ist und eine Perspektive ist, weiter auf die Straße zu gehen. Wir haben da was, wo wir anknüpfen können. Trotz all der Schwierigkeiten, in denen wir stecken, müssen wir uns eigentlich mal klar machen, was hier in den letzten 2 Jahren passiert ist. Und für mich ist es in erster Linie ein
unglaubliches Lehrstück, diese Auseinandersetzung mit Stuttgart 21 in Sachen Demokratie und Bürgerbewegung. Und in diesem Lehrstück haben sich wahnsinnig viele Menschen gelernt zu bewegen, aufzustehen, wenn sie was stört, sie politisch zu halten. Noch nie gab. Wir haben zwischen nebenbei mal eine ganze Landesregierung zum Teufel gejagt. Wir haben eine Bundes-, vielleicht auch international weite Debatte über Demokratie und Bürgerbeteiligung angefacht. Und jetzt müssen wir eben die nächste Lektion lernen, die haben wir jetzt gekriegt. Und wenn wir darauf aufbauen, auf dem, was wir erreicht haben, dann glaube ich, haben wir gute Chance. Weil es ist, und das ist, glaube ich, sonst wären heute auch nicht so viele Leute da, ja. Dieses gemeinsame Lernen, das macht doch eigentlich wirklich Spaß. Und wenn wir es schaffen auch, dass wir mit neuen Themen und neuen Formaten wieder die Neugier wecken bei den Leuten, die gerade zu Hause sitzen. Was geht denn da jetzt heute hier im Rathaus ab? Was wird da beschlossen? Was sind die neuen Projekte, die Perspektiven? Und wenn wir vielleicht sogar neue Formate kreieren können, wie sich Leute wieder bewegen können, wie sie wieder politische Erfahrung sammeln können, dann bin ich mir sicher, dass wir auch wieder viele Leute vom Fernsehsessel auf die Straße oder ins Rathaus oder zu sonstigen Diskussionsveranstaltungen hinkriegen. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir zwei fundamentale Lektionen irgendwie kriegen. Für manche ist das nicht neu, aber für viele, die sich das erste Mal politisch bewegen, ist das neu. Und da müssen wir beim Verarbeiten helfen. Erste Lektion: Es geht eigentlich schon lange nicht mehr um Argumente. Bestenfalls noch um irgendwie PR oder sowas. Zweitens, wir lernen jetzt, dass Wählen nichts Grundsätzliches einfach per se ändert. Genau. Und beide Lektionen haben eigentlich einen Grund. Und diesen Grund sollten wir auf den Boden gehen, sollten wir nachforschen. Und da müssen wir auch den Mut haben, das eine nicht zu lassen, aber auch das andere zu wagen, dass wir mal einen Schritt neben Doppelbelegungen oder neben Tiefbahnhofschräglage machen. Und vielleicht, und ich weiß, dass das ja der Geißler ist hier nicht besonders beliebt, aber wenn er letzte Woche was sagt und auf den Punkt bringt, dann sollte uns auch das nachdenklich machen. Wenn er schonungslos sagt, wir leben in einer neuen Zeit des Absolutismus, wir haben einen ökonomischen Absolutismus, den Kapitalismus, der alles beherrscht, eine Durchökonomisierung der Gesellschaft, wir leben in einer Zeit der Abschaffung der Demokratie. Und diejenigen, die sich dagegen wehren, die Gutbürger, sagt er, diejenigen sind die Aufgeklärten. Dann haben wir, glaube ich, an der Stelle schon auch eine Verantwortung, das den anderen Leuten, die das noch nicht begriffen haben, klarzumachen. Warum es so wichtig ist, dass es bei Stuttgart klar zu sehen, dass es bei Stuttgart 21 nicht nur um einen Bahnhof geht. Wenn wir hier fragen, was geht sonst, dann sagt jeder von uns als erstes, ah ja gut, ein Immobilienprojekt, da will irgendjemand richtig viel Geld verdienen oder vielleicht sogar die Mafia viel Geld verdienen. Das kommt immer ganz schnell. Dann als zweites kommt dann, ja, es ist irgendwie so eine staatlich garantierte Umverteilung von unten nach oben, weil da so viel Steuergeld reingeht, dass wir eigentlich für was Besseres verwenden könnten. Schwieriger wird es dann schon, genau hinzuschauen und zu sehen, dass es bei Stuttgart 21 eben auch darum geht, dass hier herrschende Kräfte mit dem, was sie dort unten unterirdisch in Beton gießen, ihre eigenen Herrschaftsverhältnisse für die Zukunft festlegen, sozusagen zementieren und betonieren. Also, das erleben wir ganz klar daran, dass es statt um ein Verkehrssystem, das den Menschen nützt, das den Reisenden nützt, wie man es in der Schweiz macht mit integralem Taktverkehr, eigentlich nur noch um Hochgeschwindigkeit für ganz, ganz wenige Bahnreisende geht. Oder das erleben wir daran, dass es nur noch um ICE-Verkehr auf Hochgeschwindigkeit geht, aber nicht mehr um Güterverkehr, den wir eigentlich wirklich brauchen, um was gegen den Klimawandel zu machen. Ganz selten diskutieren wir darüber, und es wäre, glaube ich, dringend notwendig, dass wir es auch mal gucken, auch entwicklungspolitisch anzuschauen, was eigentlich dahinter steckt, wenn ihr jetzt plötzlich hinterm Bahnhof
in der Dimension einer umliegenden Gemeinde geschwind mal eine Stadt aus dem Boden oder eine Gemeinde aus dem Boden gestampft werden soll mit 11.000 Wohnungen, 24.000 Jobs. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, fast sowas wie Fallen in Enz oder sowas umliegen. Dieser Staubsauger hier in Stuttgart wirkt nicht nur Bahngeld, der wirkt auch, was die Entwicklung angeht. Er konzentriert hier in Entwicklung in Stuttgart. Darum geht es eigentlich bei Stuttgart 21, dass sich diese Stadt und diejenigen, die hier mit dieser Stadt Geld verdienen und in dieser Stadt Geld verdienen, in Zukunft weiter im internationalen, im weltweiten Wettkampf gut darstellen. Ich finde, es ist wichtig zu sagen, weil dann passieren uns solche Fehler nicht, wie ihn unser Ministerpräsident macht, der sagt, oh, es geht ja zum Glück nur um Bahnhof. Hätte die Volksabstimmung jetzt irgendwie ein unterirdisches Atomkraftwerk legitimiert, dann könnte ich zurücktreten, aber es geht ja nur um einen Bahnhof. Also ich glaube, er will es nicht, er hat es nicht oder er will es nicht, ich bin mir da nicht sicher, begreifen, dass diese Entwicklungsvorstellung, die jetzt hier mit dem Bahnhof vorangetrieben wird und die Zementierung dieser Entwicklung wirklich ein Schaden ist oder das Gleiche, was in der Energiewirtschaft im Endeffekt das Atomkraftwerk ist, stellt dieser Bahnhof für die Entwicklung eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Verkehrssystems hier in Baden-Württemberg. Politik, es geht um Standortpolitik und die Begründung ist halt alternativlos. Ja? Ich sage nicht, es geht nur um Bahnhof. Wir wissen, dass das alternativlos eigentlich nur dazu dienen soll, diese Natur- und Stadtzerstörung, diese Demokratie und damit auch einhergehende, wegen dem ganzen Geld, einhergehenden Sozialabbau zu rechtfertigen. Aber haben wir es wirklich geschafft, wenn wir das wissen und erkannt haben, dass wir, wenn es nicht nur um Bahnhof geht, auch eine Alternative haben, nicht nur für den Bahnhof, sondern wie sieht denn eigentlich eine Stadt aus oder ein Land aus, zu dem so ein Bahnhof überhaupt gar nicht passt, wo klar wird, der kommt aus dem letzten Jahrtausend, dieser Bahnhof. Wo sind denn da unsere Vorstellungen? Ich glaube, das ist ein riesen Zukunftsfeld, wo wir uns auch ranwagen sollten, ohne all unsere anderen Fach- und Fachdiskussionen explizit zum Bahnhof sein zu lassen. Aber wir brauchen diese Visionen, diese positiven Bilder, weil viele Leute verstehen sonst überhaupt gar nicht, dass es um mehr geht wie um einen Bahnhof. Wir können ihnen, glaube ich, ziemlich gut zeigen, dass diese Kräfte überall in Stuttgart zerstörerisch sind. Ob es jetzt diese Investoren sind, die bei Da Vinci tätig sind, im Gerber tätig sind, im Kaleidoskop, überall in dieser Stadt wird einfach mit unserer Stadt Geld gemacht. Und wir werden dabei nicht gefragt. Es geht aber noch weiter. Was ist denn zum Beispiel bei den Stadtwerken? Warum kämpft denn die EnBW, ein Atomkonzern, so massiv darum, die Kontrolle über die Netze weiterzubehalten, obwohl wir beschlossen haben, wir bauen Stadtwerke? Oder was war jetzt mit den LBBW-Wohnungen, die plötzlich an eine Aktiengesellschaft verkauft werden? Vor ein paar Jahren haben wir denen noch richtig viel Geld gegeben, 5 Milliarden Steuergeld, um die zu retten, weil die sich verzockt haben. Jetzt verkaufen die eigentlich die Wohnungen, die den Bürgerinnen und Bürgern gehören sollten, verkaufen die an irgendeine Aktiengesellschaft. Alleine 960 Millionen Euro städtisches Geld stecken in dieser Bank. Kontrolle gleich null. Es ist nicht ganz leicht, wenn wir uns immer nur um Bahnhof unterhalten, plötzlich auch solche Zusammenhänge zu sehen. Aber wir haben heute hier die Gelegenheit, auch mit tollen Arbeitsgruppen, ich kann nur empfehlen, zum Beispiel die Recht auf Stadtgruppe nachher zu besuchen, die vom Württembergischen Kunstverein gemacht wird, oder die Gruppe, wo es um eine Vision 2050 geht, die aufzeigt, welche energiepolitisch notwendigen Schritte eigentlich heute nötig wären, um was gegen den Klimawandel zu tun, aber die schlicht nicht getan werden, aus genau den gleichen Machtverhältnissen, die es uns so schwer machen, diesen unsäglichen Tiefbahnhof zu verhindern. Also nützt diese Gelegenheit. Zum Ende. Heute trifft sich die CDU. Die erwarten irgendwie 700 Leute und sie wollen entscheiden, wer hier in dieser Stadt als Oberbürgermeister kandidieren soll. Bei einigen von uns gibt es jetzt auch irgendwie den sehnlichen Wunsch, dass wir dringend auch einen eigenen OB-Kandidaten brauchen oder einen Kandidaten. Ich weiß nicht. Wir sollten vorher, glaube ich, ganz genau wissen, was wir wirklich wollen. Ich habe jetzt die ganze Zeit über einen grundsätzlichen Politikwechsel geredet. Und beim grundsätzlichen Politikwechsel kann es um Kandidaten irgendwie am Rande gehen oder am Ende gehen, aber nicht am Anfang. Vorher sollte man ganz gründlich die Chancen und die Risiken von so etwas abwägen. Applaus
Amerika ist dann so, spalten wir nicht unsere Bewegung, weil irgendwie ganz viele immer noch in sich drin haben, das kleinere Übel muss man wählen, nur weil es eine Machtoption hat. Ich glaube, denen könnte man auch sagen, gut, da macht man das Ganze halt irgendwie, um unsere Argumente zu transportieren oder für den ersten Wahlgang. Aber was ist mit dem anderen Punkt, dass es für außerparlamentarische Bewegungen, wie wir es zweifelsohne eine sind, schwierig ist, sich auf parlamentarische Prozesse einzulassen, wo man plötzlich einer parlamentarischen Logik aufoktroyiert wird. Wo es plötzlich darum geht, dass es eine oder einen Retter gibt. Das ist angenehm, das funktioniert fast von alleine, weil den kann man hinterher auch so schön schuldig machen, wenn er es nicht hinkriegt. Aber das eigentlich, was passiert, ist, dass die Energie weggeht von den vielen tausend Köpfen hin zu wenigen Vertretern. Das ist schlimm. Und am Ende kann man dann immer noch sagen, ja, ihr habt abgestimmt, jetzt müsst ihr euren Mund halten, das erleben wir ja gerade permanent. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon eigentlich fast notwendig, dass wir gucken, dass diese Wahl zu einer echten Obenbleibenwahl wird. Weil überall in dieser Stadt auch massive Unterstützung der Medien wird daran gesponnen, dass man Stuttgart 21 völlig raushält, nur am Ende zu sagen, dieses Thema spielt politisch keine Rolle mehr. Auch ein Proler oder ein kritisch-konstruktiver kann hier einfach mal so, ohne dass es irgendjemanden stört, Oberbürgermeister werden. Dieses Thema ist jetzt politisch endgültig tot. Deswegen sollten wir uns schon überlegen, wie wir die OB-Wahl nutzen können, damit wir unser Thema gut platzieren können. Und wir haben es ein bisschen leichter, weil wir müssen nämlich auf diese Versöhner-Legende eingehen, die Presse da spinnt. Das müssen die Parteien, die wollen gewählt werden. Wir können da ein bisschen freier sein und auch klarer sehen, dass es uns in dieser Stadt vor allem darum geht, um einen hoffentlich grundsätzlichen Politikwechsel und darum, dass wir K21 hinkriegen. Und deswegen, finde ich dann wieder spannend, sollten wir die OB-Wahl vielleicht in erster Linie dazu nutzen, uns als außerparlamentarische Bewegung zu stärken. Oder keinen schnelleren Renner, das ist uns egal, wir machen das wie bei Hase und Igel. Im Endeffekt, wo einer von diesen auftaucht, von diesen Kandidaten, muss immer schon ein staatliches Wesen von uns sein, das richtig Mut hat und sagt, hallo, hier bin ich war schon vorher da, ich sag dir jetzt mal, was wir wollen. Was mich fasziniert ist, wenn wir uns in die OB-Wahl einmischen, dann ist doch klar, für uns, keiner, der für Stuttgart 21 ist, kann gewählt werden, aber andersrum müssen wir uns auch klar machen, nur weil man gegen Stuttgart 21 ist, ist das auch noch nicht ein Argument, irgendwas anderes zu machen. Sondern wir müssen, das was ich vorher versucht habe, unseren Blick wagen zu weiten und uns mit anderen Themen in dieser Stadt und in diesem Land vernetzen. Und dann können Alternativen entstehen, die so lebendig sind, das, was ich vorher sagte, dass klar wird, dass Stuttgart 21 eigentlich ein Fossil ist aus dem letzten Jahr. Dann haben wir was, was wir gegen diese Entwicklung setzen können. Und das ist wirklich eine Chance, die wir nützen sollten. Und dabei müssen wir auch gar keine Angst haben, dass uns irgendwie Stuttgart 21 verloren geht. Weil für einen grundsätzlichen politischen Wechsel in dieser Stadt kommt man an Stuttgart 21 nicht vorbei. Man muss sich nur mal vorstellen, wie viel Geld dort drinsteckt. 186 Millionen Euro alleine Rücklagen haben wir bar auf der Kralle für Stuttgart 21 gebunkert. Wenn wir die Grundstücke rückabwickeln, dann sind es nochmal 600 bis 700 Millionen, hängt davon ab, wie viel Entwicklungsfläche wir in den C-Gebieten, wo man ja wirklich städtebaulich auch was Sinnvolles machen kann, noch haben wollen. Dann haben wir hier irgendwie fast mal, sagen wir, 800 Millionen Euro in dieser Stadt. Was bedeutet denn das? Das bedeutet null Verschuldung, trotzdem hat man nochmal 200 Millionen übrig, um Schulen und Kindergärten, Ganztagsschulen wirklich so zu bauen, wie wir es brauchen. Man hat aber auch gleichzeitig durch Notverschuldung vielleicht das Geld, das man braucht, um überhaupt Kindergärten einzustellen oder den Schulsozialarbeiter. Da fehlt es uns gerade. Das blockiert Stuttgart 21. Wir haben also genug Gelegenheiten, in diesem Wahlkampf immer wieder ganz böse mit unserer Keule Stuttgart 21 reinzupritschen. Und drittens, was dann richtig spannend wäre, ist in dieser Vernetzung, in diesem Weiterarbeiten, wenn wir sagen, uns geht es nicht um Wahlkampf, sondern erstens um Inhalte und zweitens erarbeiten wir die Inhalte in einem breiten, öffentlichen, transparenten Prozess gemeinsam. Wir laden alle ein,
Und ich meine wirklich alle in dieser Stadt über die Frage zu diskutieren, wie wollt ihr in Zukunft leben? Und als Kristallisationspunkt, der Ausgangspunkt, könnten wir doch die Schwabenstreichgruppen nehmen. Die können sich vernetzen mit den anderen Initiativen in den Stadtteilen und wären dann zugleich Keimzellen für eine alternative Entwicklung, aber auch immer für eine Zukunft ohne Stuttgart 21. Und diese, also, ich sehe da drin eine große Chance, wenn wir auch uns so einen Prozess stellen würden. Muss aber jetzt zum Schluss kommen. Ich glaube, ich habe genug aufgeladen und versucht auch irgendwie vom Bahnhof auch zu anderen Themen hinzuleiten. Jetzt haben wir gemeinsam das Vergnügen, das alles zu diskutieren in den Arbeitsgruppen nachher. Ich wünsche uns dabei viel Spaß, lasst uns auch vorwärts gehen, lasst uns aber vor allem gemeinsam trotz all unserer Unterschiede oben bleiben.